Viele oder einige Leute hatten so den Eindruck oder die Überzeugung, dass man sozusagen ja fast schon Nazi sein sollte, nicht wahr, um anerkannt zu werden, was natürlich völlig unzutreffend war. Aber da haben manche Leute, die haben dann hier fast schon angefangen, das Horst Wessels-Lied zu singen. Und das war manchmal teilweise schon schlimm, nicht? Aber vor allem die Unkenntnis oder die falschen Vorstellungen, die seinerzeit dann doch bei einem Teil jedenfalls herrschten. Was wurde Ihnen denn da so erzählt? Ja, mir hat beispielsweise ein Antragsteller groß davon erzählt, was sein Vater ihm am Sterbebett gesagt habe, dass er beispielsweise, nachdem der Vater gestorben ist, sollte er dann einen bestimmten Baum da, sich in Richtung eines bestimmten Baums begeben und dann ein paar Meter davor anfangen zu buddeln. Und da sei dann irgendwas unter der Erde verbuddelt, nicht, was sehr wichtig sei. Naja, und da das dann, seine blumigen Sprache hatte das dann toll erzählt. Und irgendwann hat er dann so eine Kiste da gefunden und dann fragte er mich, ja, was meinen Sie, was da drin war? Nicht? Und ich musste natürlich sagen, weiß ich nicht. Ja, eine Fahne von der SA. Nicht? Naja, der Mann meinte es gut, aber nicht. Das war so eben so Fälle, die es gegeben hat.